Dieses Gemälde hat eine sehr, sehr ambivalente Vorgeschichte. Das geht ja weit zurück. Schon der erste Direktor hat es wieder weggehängt. Das ging früh los. Ich würde es jetzt nicht nur als sexistisches Bild betrachten. Überhaupt nicht. Es ist zuallererst mal außergewöhnlich groß. 50 Quadratmeter, das gehört schon zu den Weltspitzengrößen von Gemälden. Als Frau tut mir das schon weh, wie die Frauen da dargestellt sind. Es ist absolut sexistisch. Es ist auf alle Fälle ein kalkulierter Skandal. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Und Action. Ja, super, lächeln, aber lächeln. Ich stehe ein bisschen auf der Seite, dass ich kann Shitstorm gut ertragen, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich tue, richtig ist oder zielführend ist, sagen wir es mal so. Aber schauen wir mal. Wir nehmen jetzt die zweite Schale ab, die Wandschale. Und da sind wir natürlich auch in Aufregung und in wirklich Anspannung, dass hier auf jeden Fall jeder Handgriff sitzt. Dieses Bild war ab den frühen 80er Jahren ausgestellt und wurde dann 2016 hinter die Wand verbannt, kann man sagen. Ich glaube, Alexander störte sich auch ein bisschen daran, dieses Identifikationsbild, das es ist für die Hamburger Kunsthalle, so hinter der Wand zu belassen. Ja, unser Chef hat eben dann direkt zu Anfang eben auch mir gesagt, dass er sehr gerne den Makart wieder präsentieren möchte, dass es sicherlich auch die falsche Entscheidung ist, zu sagen, das Bild wird jetzt einfach weggepackt. Mich hat immer interessiert, eine Zeit, die eigentlich von den meisten Museen totgeschwiegen wird. Die Inhalte sind hochspeziell und regen wahrscheinlich zu Diskussionen und vielleicht sogar zu Streitereien an. Ein Kunstmuseum wie die Kunsthalle ist ein Ort, an dem Bilder verhandelt werden. Und dieses Bild fordert ein, dass man davor steht und sich die Köpfe heiß redet. Kritisch wird natürlich sicherlich beäugt werden, wie Frauen auf diesem Bild in Erscheinung treten. Das Bild, der Einzug Karls des V. in Antwerpen von Hans Makart, zeigt im Endeffekt eine Art Karnevalsszene, möchte man fast sagen. Es ist der Einzug eines Kaisers zu Pferd. Vor sich ist eine Gruppe leicht bekleideter bzw. auch ganz nackter Jungfrauen, sogenannte Ehrenjungfrauen. Was machen die da eigentlich überhaupt? Also warum flankieren die diesen Festzug? Wir haben Albrecht Dürer als Zeitzeugen, der das alles gesehen hat. Und von Dürer wissen wir, es gab diese 5 Ehrenjungfrauen. Aber Makart nimmt sie und setzt sie direkt neben den Kaiser. Und das ist auf keinen Fall so gewesen. Lauter angezogene Männer marschieren durchs Bild. Vorneweg tanzen 5 nackte Mädchen. Das, in diesem Bruch steckt natürlich alles, was dieses Bild potenziell vergiftet. Ja, wir können eben auch jetzt die Folie abmachen mit der Leiter, dass wir es mit der Leiter von innen machen. Ich freue mich, dass ich das nach so langer Zeit mal wieder sehe. Das ist ganz schön jetzt. Also, es ist noch
erzählt viele Geschichten, dieses Bild. Ganz Wien hat das Bild sehen wollen. Es gab lange Schlangen und Einlasskontrollen, weil der Saal irgendwann zu voll war. Das war eine Ausstellung, die haben in wenigen Tagen in Wien, glaube ich, 35.000 Besucher gezogen, nur dieses eine Gemälde. Es ist dann nach Paris auf die Weltausstellung gegangen. Und dann hat es eine ganze Europatour hinter sich gelegt. Es war in Hamburg, in Berlin, in München. Es war aber auch in London und Basel und sogar bis nach Prag ist es gewandert. Aber damals gab es natürlich auch schon kritische Stimmen. Naja, umstritten war das, was offensichtlich ist, dass Makart sehr auf den Effekt der nackten weiblichen Körper baut. Wie kann es sein, dass nackte Frauen dann neben dem Kaiser einziehen und als pure Dekoration gelten? Genau. Sebastian, willst du unten gegenhalten? Du hebst hoch. Willst du gegenhalten unten? Ja. Wir heben das hoch. Okay, ich gehe aufs Gerüst. Damals ein Skandalon, weil im Endeffekt die Figuren zumindest benennbar zu sein schienen. Er behauptete ja, dass er die nackten Körper mit bekannten Porträtköpfen belegt hat. Woraufhin ganz Wien zu dem Bild strömte, um zu gucken, wer ist denn jetzt wer und wen erkenne ich und wer war denn letzte Woche beim Opernball und jetzt sehe ich ihn hier nackt vor mir stehen. Es sind anscheinend Damen der Wiener Gesellschaft, aber wenn wir uns die Fotos der Damen anschauen, passt das überhaupt nicht zusammen. Vielleicht wollte er auch provozieren damit. Es ist auf alle Fälle ein kalkulierter Skandal, das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Es findet eine Reduktion statt, eine Reduktion quasi über das Geschlecht. Und das ist eine Diskriminierung, das ist Sexismus. Und insofern ist es auch tendenziell frauenfeindlich, ja. Okay, dann hebt ihr zu sechst erstmal hoch, so bis auf 2 Meter. Und dann muss man die Stangen umdrehen. Zu vier, zu sechs, drei. Langsamer, langsamer. Ihr müsst hier schneller, warte. Okay, ich habe ihn hier. Gut. Okay. Jetzt steht er davor. Ja, es ist natürlich ein monumentaler Schinken. Eine echte Herausforderung. Eine Provokation. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das, was ich da tue, so vollkommen richtig ist. Ich sehe die Komplexität des Problems und auch die Schwierigkeit dieses Bildes. Und ich könnte jeden verstehen, der sagt, hier werden zum Beispiel Frauen nicht so dargestellt, wie sie dargestellt werden sollen. Und es ist überhaupt nicht gesetzt, dass man ein Bild nicht doch abräumt und sagt, dieses Bild wollen wir nie wieder sehen. Es geht tatsächlich um die Abwägung, macht es mehr Sinn, es zu zeigen, bringt das mehr? Und dann als nächstes in der Vermittlung die Frage, können wir die richtigen Fragen stellen, damit die Leute einen Gewinn daraus ziehen, dieses Bild zu betrachten. Also ich denke, Ziel ist, dass wir tatsächlich mal gucken, wie man dieses etwas schwierige Thema, was wir unter der Überschrift 50 Quadratmeter Provokation erstmal als Arbeitsaufgabe gespeichert haben, ein wenig angehen, weil Vermittlung natürlich ein wesentliches Ding sein wird. Und wovor uns Gott bewahren möge, ist, dass wir quasi so einen affirmativen 19. Jahrhundertraum machen, wo wir sagen, schaut euch die Gloire dieses Jahrhunderts an. Ich glaube, wir drei teilen die Liebe zu diesem 19. Jahrhundert und gleichzeitig schmerzt uns das Herz, ob viele Inhalte, die da sind. Es wird die Frage der einen oder anderen kritischen Journalistin kommen, warum zeigen wir das überhaupt, wenn es doch so absolut eigentlich unzeigbar ist? Also gerade mit der MeToo-Debatte kommt natürlich schnell die Frage, kann man sowas noch zeigen? Ich glaube, es gibt weitaus provokativere Bilder, ne? Sagen wir es mal so. Ne? Und dass ich jetzt da nicht sagen würde, oh Gott, ne, irgendwie wie gefährlich das jetzt zu zeigen und so. Also ich glaube, es ist kein Wagnis. Ich finde, man muss es zeigen, aber man muss eben auch gucken, wie man damit umgeht und wie man das für den Besucher aufbereitet. Denn wir können unsere Bilder nicht mehr so unkommentiert hängen lassen, wie wir es getan haben die letzten 50 Jahre.
wenn man schon weiß, welches Potenzial, auch welches negatives Potenzial da drin steckt, dann sollte man das auf jeden Fall thematisieren und dann auch tatsächlich in den Dialog mit den Besucherinnen und Besuchern treten. Warum laufen wir heute hoch und denken, sorry, aber das ist mir jetzt alles zu viel und zu schwülstig und ich stehe davor und ich habe eigentlich keine Lust, diese 10.000 Personen auf diesem riesen Gemälde, das ist so groß wie meine Wohnung, da jetzt überhaupt zu entschlüsseln, da muss ich ja ganz viel Zeit mitnehmen und so. Also dass das auch gefördert wird durch die Vermittlung, das wäre mir schon offen. Andrea Weniger hat dann vorgeschlagen, auf den Wandpaneelen, die ja einmal drumherum laufen, wie eine Art Störer anzubringen mit ganz plakativen Fragen. Das kann zum Beispiel so eine Frage sein, wie ist das Kitsch oder ist das Kunst? Oder handelt es sich um Fakten oder um Fantasie? Körper, welche Rolle spielen Körperlichkeiten, Kleidung, Frauen, Geschlechterrollen und so? Das ist, ich glaube, da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte an die Jetztzeit und es wäre total schade und hergeschenkt, wenn wir das nicht mit aufnehmen würden. Klar, ich meine, das müssen wir auf alle Fälle machen und da haben wir ein ganz gutes Potenzial anhand dieser Bilder, wobei manches eben auch leider... Also ich finde diese absolute Fokussierung und Konzentration jetzt auf die Frage, ist das sexistisch oder nicht, inwiefern ist dieses Gemälde anschlussfähig für unsere heutigen MeToo-Debatten, wäre mir zu wenig. Aber ich glaube eben auch, das ist bestimmt ein Bild, was sich absolut dazu eignen wird, widerstreitende Positionen an Ort und Stelle irgendwo zu verhandeln. Und vielleicht treffen sich dann alle auch in der Mitte oder haben Verständnis für die Sichtweise der anderen Partei. So kann man das ja wirklich sagen. Das würde ich gerne auch verstärken und ganz klar dazu anregen, sich auch zu beteiligen an dieser Diskussion. Und ich glaube, es ist zielführend, ein Bild wie dieses zu zeigen, damit sich Leute auch noch in der nächsten Generation eine eigene Meinung bilden können. Man wird sich keine Meinung bilden können, wenn das Bild ins Depot verbannt ist und irgendwie im Internet in falscher Größe und in falschem Zusammenhang zu zeigen ist. Das Original ist hier, wir verwalten es intellektuell und physisch. Neben dem Makart kommen weitere 57 Bilder in den Raum. Wir haben Franzosen, wir haben Engländer, wir haben Belgier, wir haben Italiener und wir haben Deutsche und wir haben Österreicher. Also wir haben die ganze Vielfalt der europäischen Kunst. Und wir loten jetzt aus, so eine Zeitspanne von den 1820er Jahren eben bis zu Makart, bis in die späten 1870er Jahre. Und es war damals der Anspruch der Künstler, etwas zu schaffen, was authentisch wirkt, was die Betrachter wirklich richtig affektiert, was die Betrachter ins Bild zieht, was ihnen so das Gefühl gibt, Zeitzeugen der Geschichte zu sein. Malerei ist auch teilweise festgefrorene Zeit, in Bild gebannte Zeit. Und insofern ist das eine Zeitreise, die wir hier anbieten. Als Restauratorin hast du einfach die Möglichkeit, ganz nah dran zu sein. Und ich glaube, das ist was Besonderes. Ich empfinde es so. Wenn ich mich länger mit beschäftige, dann fängst du natürlich an, darüber nachzudenken. Dann erinnerst du dich vielleicht selbst an den Orient oder an das Licht, was dort ist, dass es anders ist als hier in Norddeutschland. Und du siehst den Sand, die Farbigkeit der Atmosphäre. Und das ist natürlich spannend, weil du eigentlich eine eigene Geschichte anfängst zu erzählen.
das Ziel ist, dass man wirklich sich die halbe Stunde nimmt und verweilt und sich ein bisschen einlässt auf eine andere Facette des 19. Jahrhunderts. Es ist auf alle Fälle ein gewisses Wagnis, weil man uns natürlich vorwerfen könnte, wir gehen jetzt ein bisschen so zurück in der Zeit. Ne? Wir haben zwei große hier jetzt, ne? Zwei sehr große. Und dann die Phryne vielleicht auch schön gegenüber vom Makkert. Ja. Die Bilder, die wir in dem Historienmalereiraum zeigen, das sind natürlich nur Bilder von Geschichte, die die Künstler sich erarbeitet haben. Das ist nicht die Geschichte. Und das herauszuarbeiten und zu sagen, wir müssen immer wieder kritisch zurückgucken, wie war denn der Stand der Welt, wie war der Stand der Menschheit, das ist eine der Aufgaben dieses Raumes. Die Bilder sind wirklich nicht selbsterklärend. Also da muss man als Besucher ein bisschen an die Hand genommen werden. Aber das schaffen wir ja hoffentlich. Ursprünglich mal. Die erste Überlegung war für mich ganz klar, irgendwie, die Story muss hierher. Neben den Makkert, ja. Und jetzt ist es so eigentlich fast besser. Ich meine, es hätte ja eh nicht drauf gepasst, auf die Wand, aber ich finde es so eigentlich. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, denn das Problem ist, wir wollen ja keine Warnschilder aufstellen und sagen, Achtung, gefährliches Bild, diese Erkenntnis sollte selber reifen. Insofern bin ich da sehr für eine moderate Version, die halt tatsächlich nicht sicherstellt, dass nicht ein paar Leute da durchgehen und sagen, boah, damals haben die malen können. Wie schade, dass es heute nicht mehr geht. Muss man einfach wissen, dass es hier eine Stolperfall ist, weil wir vielleicht auch nochmal zurücktreten, dann muss das gut sein. Um das Ganze auf uns wirken zu lassen. Ja. Tja, jetzt stehen wir hier vor dem großen, ja. Vor dem großen Mammutwerk, ja. Der Kunsthalle. Es war ja gestern auch ein ganz fantastischer Tag, wo wir einfach Zeit hatten, das Bild kennenzulernen. Mhm. Das braucht man auch, den Tag, weil das ist ja einfach so eine unfassbare Fläche. Das hatten wir jetzt in unserer noch kurzen Karriere ja auch das erste Mal, dass wir so ein großes Bild uns anschauen mussten. Wir sollten vielleicht noch mal so ein bisschen weiter nach hinten treten, weil ich glaube, dass es auch entscheidend ist, wenn ich mir vorstelle, ich komme hier als Besucher, neuer Besucher hier rein und dann lasse ich das Bild erstmal auf mich wirken. Finden wir etwas, wo wir sagen, das sollten wir vielleicht mal, können wir das verbessern, sollten wir da mal rangehen oder ist es... An manchen Stellen haben sich eben die Retuschen, die jetzt mittlerweile dann 40 Jahre alt waren, die haben sich farblich verändert. Die sind zu hell oder zu dunkel geworden und dann mussten sie wieder angepasst werden. Genau, und dass wir wirklich mit den störendsten Stellen anfangen, weil es ja oft so ist, wenn man die dann bearbeitet hat, treten auch wieder andere Stellen plötzlich in den Fokus, die vorher überhaupt nicht aufgefallen sind. Ihr wisst, ihr habt nur einen begrenzten Zeitraum. Ja, genau. Das ist auch eine Herausforderung. Ja, wir dürfen uns nicht im Detail verlieren. So ist es. Das ist eine Herausforderung, in dieser Kürze der Zeit das ganze Bild zu bearbeiten. Ja. Also, let's go, sozusagen. Ja. Und ich meine, das Inkarnat. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich versuche, die Arbeit eines Künstlers in Form eines Bildes oder einer Skulptur oder auch eines Rahmens, mich da letztendlich unterzuordnen. Ich denke mir, wir Restauratoren oder auch wir Kunsthistoriker, ich sage mir, wir sind Diener der Kunst. Also, wie gesagt, wir sind jetzt natürlich auf einer sehr, sehr sportiven Zeitschiene. Also erstmal freue ich mich auf den Aufbau, auf diese Wandbespannung. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das wirkt, wenn dieser ganze Saal dann in tiefes Lila getunkt wird. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Man weiß es einfach nie. Eins möchte ich schon auch bieten, und das ist Spektakel. Ich bin sehr gespannt. Ich kann es schwer einschätzen, wie die Reaktionen sein werden. Bilder mit den Rahmen zusammen, die werden glänzen. Und ich denke mir, das ist optimal. Das ist super. So, jetzt habe ich nur den Plan hinten liegen, aber ich glaube, der kommt als erstes hier vorne.
Wir haben rausgemessen. Hier stimmte bisher alles hundertprozentig. Ne? Von daher müsste das funktionieren. Wir zeigen jetzt eine Richtung, die Salonkunst, die Historienmalerei, die im letzten Jahrhundert so ein bisschen untergegangen ist und verdrängt wurde von der Avantgarde. Und wir versuchen jetzt zu zeigen mit den Werken, die wir ausgewählt haben, was es da noch gab. Machst du mal hoch tun, Sebastian? So, nee, da war ein bisschen zu viel, aber ist gut. Gut, ne? Ich hoffe, dass der Besucher nicht direkt wieder rausrennen wird und denkt, oh Gott, was passiert denn hier? Es ist nicht das, was ich sehen möchte. Wo sind die Impressionisten und wo ist Picasso? Und Action. Ja, super. Lächeln, aber lächeln. So. So, wollen wir das noch einmal machen? Noch einmal. Ja, dann haben wir noch mal eins. Also Sie haben ja schon gemerkt, es ist jetzt vielfach angeklungen, dass die Werke schwanken, zum Beispiel bei Marquardt, zwischen einer erotischen Darstellung, aber durchaus auch einer sexistischen Darstellung. Und wir haben ziemlich schnell gesagt, okay, wir können das nicht einfach so stehen lassen. Wir wollen ganz gern die Besucherinnen und Besucher zum genauen Hinsehen, aber auch zum genauen Hinterfragen dieser Werke anregen. Und wir wollen ihnen Gedankenanstöße mit auf den Weg geben. Und dann gibt es das Buch Marquardt jetzt, wo wir eben die Besucherinnen und Besucher dazu aufrufen, ihren eigenen Senf, ihre Meinung quasi zu dem Gemälde abzugeben. Ich denke schon, dass solche Debatten zu einer Sensibilisierung führen. Natürlich leider nicht bei allen, aber doch bei vielen Personen. Ich glaube, am schönsten wäre es ja auch, wenn wir polarisierende Statements bekommen, weil über dieses polarisierende, ambivalente, widersprüchliche eigentlich auch so eine Grundlage geschaffen wäre, um vielleicht auf einer anderen Ebene weiterzumachen in diesem Raum. Um dieses Gemälde ist eine Debatte entbrannt, und zwar, ob es sexistisch ist. Ja. Was sagen Sie? Also ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen und nackte, schöne Frauen sind in der Kunst ein ständiges Thema. Und also insofern finde ich es eigentlich nicht speziell sexistisch. Also ich mag sie, wie sie dargestellt sind, dass die sind schön gezeichnet oder gemalt. Aber es ist schon sehr provokativ und sexistisch. Ich halte das für Blödsinn. Wie diese gesamte Diskussion. Schwierig finde ich es, wenn eine fast nackte Frau auf einer Kühlerhaube sitzt und ich denke, mein Gott, was hat die da zu suchen? Die Leute gucken sich Pornofilme an und finden nichts dabei. Also dagegen ist dies doch sehr ästhetisch. Das Bild gleich an den Anfang zu setzen, das ist natürlich tatsächlich so eine Art Paukenschlag, den ich aber tatsächlich kalkuliert da setzen möchte, weil erst wenn es weh tut, stellt man fest, was für Macht, für Einfluss und für demagogische Fähigkeiten Bilder haben.
Und deswegen ist es ein Bild fürs Museum. Thank you.